Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von 7 Days to Die. Was mache ich hier? Wieso bin ich hier unten? Wieso kommen noch Zombies? Bin hier am Sterben. Warum? Wie habe ich denn die letzte Staffel beendet? Oh Gott, ich häng. Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh nein! Ich dachte, es ist vorbei. Wieso ist die Tür denn offen? Oh Gott, ich wollte eine tolle Einleitung machen und jetzt das. Tolle Einleitung habe ich hier. Ach Gott. Okay, du bist gestorben. Oh oh. Oh Gab. Scheiße. Scheiße. Nein. Bitte. Bitte nicht. The fuck? Wieso hab ich keine Hose an? Okay, wir machen jetzt die Einleitung. Okay, also. Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von 7 Days to Die. Ja! Wuhu! Wir haben in der letzten Staffel haben wir aufgehört beim Blutmond, den haben wir fertig gemacht. Wir haben den Blutmond fertig gemacht und guckt euch das an. Er ist einfach wieder da. Ist das nicht toll? Wir sind mittendrin gespawnt, wir waren irgendwie auf dem Boden. Ich weiß nicht warum. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe auf dem Dach habe ich abgespeichert. Und jetzt bin ich hier. Ja, jetzt wird es wenigstens hell. Gut, zur Info für euch. Diese Staffel wird gehen bis Anfang Dezember. Dann beginnt mein Winter-Event. Und dann werden wir nämlich auf diese Zeit mein Winter-Event schieben. Das heißt, ihr werdet für den Dezember nicht abstimmen können. Erst im Januar wieder. Und ich würde sagen, legen wir los. In eine neue Staffel, die wirklich gut beginnt. Ah, super. Super, ey. Wieso? Ach, meine Tür war gar nicht offen. Wieso habe ich die so zugemacht? Wieso läuft da noch ein Zombie? Komme ich hier irgendwie raus? Aus meinem Zuhause? Ich dachte, es wurde Tag. Nee, es ist 4. Es dauert noch ein bisschen bis zum Tage, oder? Naja, jedenfalls, ich habe mir die letzte Folge angeguckt, deswegen weiß ich, dass wir die ganzen Zombies nämlich umgebracht haben. Wir wollten diese Staffel einen Balkon bauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo. Ach Gott, wie sieht das denn hier aus? Alles voller Leichen. Oh Gott. Oh. Ja, wir wollten sie alle plündern, das weiß ich noch. Muss aber auch in mein Zeug rankommen, ne? Es liegt da vorne. Da ist nur. Ja, gut, ein Zombie läuft. Aber ich glaube, die Nacht ist vorbei. Springen wir hier mal runter. Wie sammelt man nochmal alles ein? R. Okay. Jetzt müssen wir nur wieder nach Hause kommen. Und ich muss irgendwie die Dinger hier kaputt machen. Ach Gott. Also, ich weiß nicht mehr wirklich viel vom Spiel. Ist es ein bisschen lange her? Wie komme ich in mein Inventar? Okay. Also, wir haben eine Pistole. Wir haben ein Jagdgewehr. Wir haben eine Keule. Wir haben eine Schaufel. Wir haben einen Langbogen, der fast kaputt ist. Gut, oh Gott. Okay. Okay, die sind nicht am Laufen. Das heißt, Blutmond ist vorbei. Okay. Bist du tot? Jetzt. Ach Gott. Ja, gib mir den Scheiß.
Finde ich ein bisschen erschreckend. Wir müssen das hier auf jeden Fall hinkriegen. Ich meine, die Wasserquelle ist hier natürlich hübsch und so, aber ich hätte es gerne schon ein bisschen ebener. Wo ist denn. Habe ich nicht irgendwie was zum Kaputtmachen? Eisenbrustpanzer. Charakter. So. Kann ich nicht Doppelklick drauf machen? Kann ich, ach, weird, da. So. Ziehen wir uns mal unsere Sachen wieder an, ne? Ah, ich habe eine Hose an. Die sieht nur verdammt scheiße aus. So, okay. Wir haben die Nadelpistole, die wir verwendet haben. Wir haben ordentlich Holz noch am Start. Wasser haben wir. Okay, wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen, außer unsere Hütte. So, habe ich mich mal reingeschlichen. Ah, so. Schauen wir mal, was ich hier in meinem Inventar habe. Ich habe hier auf jeden Fall jede Menge Stuff. Das ist soweit klar. Wo habe ich mein Werkzeug gebunkert? Das hier ist die Frage der Fragen. Ziehen uns mal eine Sonnenbrille an. Was ist denn los, ey? So. Sonnenbrille. Ja, also ist schon viel cooler. Scheiß auf die Hornbrille. Ich habe hier eine Gartenhacke. Das ist gut zu wissen. Packen wir alles mal hier unten hin, was wir sonst noch gebrauchen können. Wire Tool. Ach, das gute alte Wire Tool. Hier haben wir noch ein paar Holzbalken. Schmerzmittel hier mit dem ganzen Kram, ey. Vielleicht schaffen wir es, diese Staffel sogar ein Auto zusammenzubasteln oder so. Oder was man auch immer zusammenbasteln kann. Haben wir hier noch irgendwas drinne? Wir haben hier noch geschmolzenes Eisen drinne. Hier haben wir noch eine. Oh, stählerne Feuerwerkst. Stimmt. Oh. Wir sind ja weit gekommen, ne? Wir sind weit gekommen. Aber ich muss erst wieder reinkommen. Ich muss erst wissen, was wir alles jetzt bauen können. Und. Oh, ich freue mich voll. Ich habe ja jetzt die guten Sachen. Stimmt. Ah, oh, da. Stählerne Feuerwerkst. Die haben wir gebaut mit geschmiedetem Eisen. Schaufel können wir auch noch machen. Ich meine, ich habe ja hier dafür meine Mine, ne? Und stimmt, wenn ich die Schaufel gebaut habe, kann ich hier einmal durchgehen. Was ich aber jetzt schon machen kann, ist einmal ganz kurz den Boden hier fertig machen. Ich habe es die ganze Zeit gedreht. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aus dem Spiel draußen. Aber so ist das halt, wenn man ein paar Monate lang nicht spielt. Ihr müsst das viel früher wählen, damit ich es immer noch drauf habe, damit ich so cool wirken kann. Hey, guck mal, Jungs, ey, ich hab dir voll fit gemacht. Nein, ich hab gerade richtig aufs Maul bekommen. Wäre ich fit im Spiel gewesen, hätte ich es gerade bestimmt überlebt. Definitiv. So, okay. Wir haben hier zwar noch eine normale Schaufel und ich werd natürlich nachts schaufeln und dann wegschneiden. Ich habe gerade eine Mine gehört oder so. Ach so, nee, es war meine Maus. Es war keine Mine. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine richtig gute Schaufel, eine Stahlschaufel. So, ach, wir haben schon eine Stahlspitzhacke gemacht. Ah, das ist die. So, Eisenschaufel kann erstmal weg. Wir benötigen einen Hammer, ne? Klauenhammer. Ich weiß nicht, was mit beim alten passiert ist. Vielleicht ist der noch hier irgendwo. Hatte ich nicht auch Truhen irgendwo? Hätte schwören können, ich habe hier Truhen. Ich muss erstmal hier für Reparaturen zu sorgen. Ach, da habe ich noch eine Truhe. Habe ich hier meinen Hammer drin? Ne, hier ist nur Essen, ne? Hier ist nur Essen. Hier oben habe ich aber sonst weiter nichts gebunkert. Ne, es war alles noch im Bau. Gut, dann müssen wir neu bauen. Was soll's? Nehmen wir das geschmiedete Eisen. Ich werde höchstwahrscheinlich irgendwann den Hammer wiederfinden und denken, oh, Kacknoob. So, Clownhammer. Sie haben 9. Ja, cool. Ah, oh, das läuft. Alter, wie das läuft. Scheiße, Mann. Aber ich kann mein Essen mal hier reinbunkern. Da. Essen.
Natriumpulver kann, glaube ich, auch hier rein. Okay, so. Ich muss doch hier irgendwo noch diesen Hammer haben, den Clownhammer. Oder zumindest irgendwie Eisen oder so. Ansonsten muss ich ganz kurz runter und Eisen organisieren. Ich sehe hier nichts. Fuck. Womit konnte man mit der Axt die Dinger gut kaputt machen? Ups, sorry. Ja, gut. Ne, das war nur völlig kaputt. Ich brauche den Hammer dafür eigentlich, ne? Aber wir machen das jetzt mal mit der Axt. Ich brauche den Hammer. Hat jemand von euch einen Hammer dabei? Was? Ich hab dich Escape gedrückt. Erzieh dich, Zombie. Na, ich komme hier eigentlich easy raus, ne? Also kümmern wir uns darum, dass wir mal die Zombies untersuchen und deren Brot klauen. Dann machen wir sie einfach kaputt. Huch! Danke! Ey, ich will nicht. Was zum Teufel ist das die ganze Zeit? Scheiße. Scheiße. Ich will nicht aus dem Spiel gehen. WTF, was ist mit dem Spiel los hier? Ah, oh, Munition. Ach. Ah, ich. Okay, ich weiß, welchen Fehler ich mache. Ich drücke jedes Mal Escape. Aber ich muss nur R drücken. Au. Ach, hier komme ich raus. Ansatzweise. Da merkt man, wenn man zwei Survival-Spiele gleichzeitig spielt, ist ein bisschen ungünstig. Ah, verdammt. Ich werde daran noch sterben, ey. Ich muss das Ding auf jeden Fall entfernen. Ist auch nichts drin. Also, ich glaube, wir haben jetzt 7 Tage, ne? Wir sind jetzt Tag 15? Wir sind Tag 15? Warum sind wir Tag 15? Ich schwören können, wir sind irgendwie schon Tag 30 oder so. Ist ja seltsam. Oh, Essen. Ah, ich habe Minen platziert, stimmt. Das war explodiert. Ich hatte mich dezent vorbereitet auf den Tag. Aber nur dezent. So, oh, Honig. Oh Gott, wie geil, danke. Was war das? Ach so, ich glaube, mir wird zu warm, oder? Soll ich das mitnehmen? Okay, wir haben die Zombies beseitigt. Das Ding muss weg. Ist zwar schade um die Axt. Aber was willst du machen, ne? So, dann gucken wir gleich auf jeden Fall noch, ob wir es schaffen, noch eine bessere Waffe herzustellen. Wir haben ja jetzt momentan diese Keule, die ist eigentlich schon ganz gut. Aber ich wünsche mir halt einfach noch eine bessere Waffe. Na komm, scheiß auf Ausdauer. Wer braucht schon Ausdauer? Ich will meine Axt an dir testen. Komm mal her. Also wirklich der Hammer ist das jetzt nicht. Au. Das fand ich jetzt nicht so nett. Knochen sind gebrochen, geil. Aber ich habe ja hier, wie wirkt denn hier nochmal die Bandagen auf einen benutzen? Habe ich dadurch Heilung bekommen? Du hast erste Hilfe geleistet und wirst jetzt geheilt. Okay. Ich werde geheilt. Sehr schön. Ja, gut. Dann würde ich schon fast behaupten, als erste Amtshandlung gehen wir runter und gucken, dass wir mal ein bisschen Eisen kriegen. Ohne den Hammer kann ich leider nicht rausgehen. Wenn ich mich recht entsinne, war er höchst wichtig. Wie komme ich jetzt hier nochmal runter?
Ah, okay, das vermute ich. Das hätte schief gehen können. So, meine Höhle. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. So. Gucken wir mal, wie gut die Spitzhacke ist. Oh, ganz gut. Muss ich schon sagen. Ist jetzt aber kein Eisenvorkommen, ne? Ist einfach nur Stein. Aber ich bekomme trotzdem Eisen raus. Finde ich gut. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel ich brauche. Wie viel habe ich jetzt? 18. Reicht das schon, um eine Mahlzeit herzustellen? Ich hoffe, wir gehen einfach mal hoch. Ist das, weil mein Fuß gebrochen ist? Oder was ist jetzt los? Ja, stimmt, ich bin verdammt langsam. Aber die Leitern kann ich so ohne Probleme hochklettern. Alter Schwede. Toll. Ich glaube, da ist was in die Luft gegangen. Ich habe meinen Timer gar nicht gestellt. Ich hatte immer noch meine Uhr aktiviert, aber wir nähern uns langsam dem Ende bestimmt. Hau da jetzt noch ein paar Minuten drauf und dann gucken wir mal, wer da in die Luft gegangen ist. Oh, nein, wir gucken nicht. Nein, wir gucken nicht. Nein, wir gucken nicht. Bitte habt mich nicht gesehen. Die sind in die Luft gegangen. Und einer ist gestorben. Ja. Gut, produzieren wir mal ein bisschen. Und wann sind meine Knochen wieder geheilt? Oder brauche ich eine Schiene dafür? Ich hatte doch Schienen. Ich erinnere mich an Schienen. Ich sehe hier gar nichts. Bogenrolle, okay. Ich habe hier so viel Scheiße. Schiene da. Benutzen. Okay, sehr schön. Fuß ist am Heilen. Medizin ist jetzt auf Level 2. Gut, dann packen wir mal das Eisen hier rein. Wie packt man das hier rein? Hier rein, ne? Aber wir haben doch Eisen ohne Ende. Lol. Naja, gut. Kann ich nicht wissen, ne? Jetzt müssen wir den Kram aber noch einschalten. Das heißt, wir müssen mit der Axt die Bäume fällen. Stimmt, dafür habe ich sie endlich gemacht, um schneller an Bäume zu kommen, ne? So langsam kommt meine Ideen wieder, was ich alles vorhatte. Oh ja, das tut gut, glaube ich. Ich glaube, wir haben nie so viel bekommen, ne? Eine neue Ära, Freunde, eine neue Ära. In der ich habe ganz viel Holz-Ära. Sehr schön. Okay, ich meine, wenn du da Bock drauf hast, Kleiner. Wieso schlage ich ihn jetzt? Ich weiß es nicht. Einfach aus Gewohnheit. Einfach zuschlagen. So. Wir haben ein neues Level Up. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Ach Gott. Das sind meine Quests, meine Skills. Ich habe jetzt. Wo sind meine Fähigkeitspunkte? Sind das meine oder sind, nee, das sind die Kosten. 33 Punkte habe ich. Okay, das Kamel.
Du wirst langsamer durstig, okay, das kennen wir schon. Schnell fertigen Bogenschießen, das ist das, was wir sowieso ohnehin lernen. Fertige Bögen, Armbrüste, die jeweilige Munition und Nahkampfwaffen schneller und besser her. Okay, das ist schon mal ganz gut. Feuerwaffenschmied, wissenschaftlich, ich muss gucken, aber ich muss halt einfach gucken. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Hau drauf haben wir hier noch. Und stumpfe Waffen. Ich gucke mir das irgendwann in der Nacht an. Ich gucke mir das in der Nacht an, sobald Nacht ist, in ein, zwei Folgen. Und dann gucke ich mir das mal an. Nö. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte hierhin. Ich wollte mein Holz. Ah, ja, wie viel Holz wir daraus bekommen haben. Heilige Scheiße, hier einschalten. Wir haben Brennstoff für 967 Minuten. Aus einem Baum! Ich kann mich erinnern, dass es gut ist. Ich kann mich erinnern, dass es gut ist. So, geschmiedeter Stahl. Okay. Aber wir wollten nur geschmiedetes Eisen herstellen, ne? Und wir brauchten drei Stück. Sehr schön. Und dann können wir uns den Hammer herstellen, dann können wir wieder rausgehen, auch wenn es schon verdammt spät ist. Aber wir können uns mal ein bisschen umsehen. Mal mein Revier wieder kennenlernen, ne? Hunger, Durst, geil. Und wir haben den Boden hier angefangen fertig zu machen. Oder ist es einfach nur Eisen? Oder ist es Teppich? Ich weiß das gar nicht mehr. Junge, ich muss doch so viel lernen wieder. Oder wisst ihr, was ich gemacht habe? Die einzelne Top 4. Okay, ich wollte einen Hammer herstellen. Wieso bin ich da jetzt weggegangen? So, gib mir meinen Hammer wieder. Wo bist du, mein Hammerchen? Der war doch hier irgendwo. Klauenhammer da. Es gab aber auch nichts Besseres als den Klauenhammer, ne? Oh, jetzt habe ich kein Holz, ne? Ich dreh durch. Wie halbiere ich die nochmal? Super. Wie halbiert man das Ganze nochmal? Man könnte das doch irgendwie halbieren, oder nicht? Okay, das war die Taste. Hä? Rezepte, ja, super. Hey! Ich will wissen, wie man den Scheiß halbiert. Ah. So. Geht doch. Klauen aber. 1 Minute 4. Okay, das geht schon. Ja, das kann ich eigentlich ausmachen, ne? So, dann müssen wir noch was essen und dann können wir anfangen, eigentlich auch zu reparieren? Wir müssen auch noch reparieren. Ja, dafür brauche ich geschmiedetes Eisen. Wir gehen auf jeden Fall los. Denn so dramatisch ist das ja anscheinend nicht. Wir sind halt nur voll mit irgendwelchen Zeugs. So, die Schaufel werde ich mal ganz kurz hier positionieren. Die kann ich ja jederzeit abholen. So, Essen. Essen. Okay, dann habe ich Durst. Flasche Wasser. Und noch eine. So, das ist gut. Damit kann ich leben. Einfach mal alles rein. Alles, was würde ich brauchen. Ich weiß zwar nicht, was wir alles brauchen werden unterwegs, aber das Wasser werden wir definitiv brauchen. Die Schuhe eher nicht, die werden wir auch zerlegen, das weiß ich, dass das ging. Das waren so Utensilien, die wir immer brauchten, ne? Steine und Fasern. Ich kann mich erinnern. Da war irgendwas. Stimmt, und wir wollten auf dem Dach dann eine kleine Farm bauen, ne?
Irgendwie so war das. Langsam kommen die Erinnerungen wieder. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo ich überall war und wo nicht. Und überall sind Zombies, die einen töten wollen. Einfach so, ohne Grund. Guck mal, wie viele Zombies hier rumlungern. Was ist denn hier los? Hallo, Baby. Ich muss wieder zielen lernen. Und du hilfst mir bestimmt dabei, ne? Total freiwillig. Oh, Röcke. Das ist ja echt nett von dir. Zumindest das kann ich noch. Es gibt zwar nicht mehr viel, was ich machen kann, aber das kann ich. So, oh, die Sachen sind respawned, glaube ich. Wir gehen einfach mal irgendwo rein und fangen wir einfach mal an zu plündern. Der Rest kommt dann von alleine. Die Erinnerung. Hi. Leer. Wir machen mal die Dinger hier kaputt. Dann falle ich auch nicht drauf rein, dass hier Loot ist. Leer. Okay, dann war ich hier auf jeden Fall schon, ne? Hier kann ich Sachen kaufen. Ich würde am liebsten den Automaten nehmen und den mit nach Hause nehmen. Aber es geht hier offensichtlich nicht. Diese, das sind übrigens die starken Zombies, die komischen, die aussehen wie Bauarbeiter. Wie viel Holz kriege ich aus denen jetzt raus? Immer noch drei. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Guck mal, da ist einer auf dem Dach. Die sind aber auch schnell drauf, die Leute. Aber ihr seht, ich habe es noch einigermaßen drauf. Oh, Munition ohne Ende. Ich glaube, das war die Truppe, die hier irgendwie langgelaufen ist und nicht weiterkam. Sicherheitshalber den Kopf wegschießen. Das macht man mit Zombies. Und ich muss, auf jeden Fall, das nervt mich gerade immer auf die 4 zu wechseln. Zack. Wieso bist du umgefallen? Was ist mit dir passiert? Wieso bist du umgefallen? Hä? Okay. Wieso zur Hölle ist die umgefallen? Was hat die denn gemacht? Ich glaube, die ist mal in einen Stachel von mir gelaufen und ist dann nicht mehr, und dann ist dann verblutet einfach. Und du, mein Freund! Sei mal leise. Meine Güte. Nur am Rumstressen. Seid ihr alle hier reingegangen oder wie? Schleichbonus. Hihi. Ich erinnere mich. Okay, das Kacke. Zack. Wie er sich windet. Ja, leider. Aber man sieht schon, Kopfschüsse sind schon wichtig. Ansonsten verbrät man da ziemlich viel Munition drinne. Headshot! Alter, mein Skill! Mein Skill, Leute, guckt ihr euch an! Alter! Ist ja fast schon, als wäre ich ein Profi in dem Spiel. Was ich ehrlich gesagt eigentlich nicht bin. Die haben hier das ganze Haus zerlegt. Die können froh sein, dass das Haus noch steht. Was ist das für ein Geräusch? Das hat aufgehört. Hat sich hier jemand langgebuddelt? Das ist kein gutes Geräusch. Oh Junge. Hey!
Okay, wir haben die Ursache des Geräusches gefunden und es war seltsam. Wie sie sich gefreut hat, mich zu sehen. Wie so ein kleines Hündchen. Ja, komm, weg mit dir. Dass du mich überhaupt gesehen hast. Was bist du denn für ein Pro? Kann ich den von hier aus treffen? Bin ich gut genug? Nicht, wenn er sich bewegt. Ey, ich habe ihn aber zumindest getroffen. Er ist zwar nicht dran gestorben, aber er ist getroffen worden. Shit. Oh Gott. Nicht schlagen, bitte nicht. Ich bin unschuldig. Okay, was haben wir denn hier? Eine Tasche mit einer Keule drin. Aber ich glaube, war eine schlechtere Keule als meine, ne? Eisenverstärkter Knüppel. Stacheldrahtknüppel. Ich nehme erstmal einfach alles mit. Ich weiß nämlich nicht mehr, was nützlich ist und was nicht. Und ich brauche auf jeden Fall irgendwie mal einen reparierten Bogen. Mein Bogen hält nicht mehr lange. Aber ich finde, mit dem Bogen alleine kann man hier schon ziemlich gut überleben, ne? So. Ja gut, wir hatten jetzt mal ein bisschen Spaß in der ersten Folge, haben mein Skill wiedergefunden. Und jetzt gehen wir mal kurz nach Hause und werden da halt anfangen zu reparieren. Wir müssen uns nämlich vorbereiten. Man hat ja eigentlich nur diese 7 Tage. Das ist ja wirklich nicht viel, wenn man so bedenkt, ne? Deswegen ist ja gut, dass man irgendwie mal einen Tag mal Spaß hat, mal ein bisschen schlachtet. Aber da muss man zurück an die Arbeit. So, wo ist mein Hammer? Hä? Ich hab doch einen Hammer. Jetzt habe ich einen Hammer gebaut und er weiß nicht, wo der ist oder was? Ist der hier in der Maschine drin? Tatsächlich. Naja, immerhin. Okay, dann gucken wir mal, was wir brauchen, um unsere Türe zu reparieren. Ah, ich mach's den kaputt. Ups. Vielleicht sollte man seine Tür nicht kaputt machen, sondern reparieren. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und wir brauchen das geschmiedete Zeugsding ins Kirchens, ne? Geschmiedetes Eisen brauchen wir dafür. Iron und Clay. Ja gut, das habe ich ja alles hier, ne? Geschmiedetes Eisen. Machen wir uns mal. Keine Ahnung. 100 hier, so. Okay, ich konnte nicht viel machen. Doch, 100 konnte ich machen. Na gut, es dauert 6 Minuten und Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ja, wir sind wieder hier. Ich freue mich. Also, ja, wieso nicht? Cool. Daraus könnte ich eigentlich irgendwann mal noch eine Statue basteln, oder? Ich glaube, daraus werde ich so eine Statue basteln von mir. Ja gut, nicht von mir. Vielleicht wird da einfach nur One-Up stehen, aber da möchte ich gerne eine Statue hinmachen. Vielleicht nicht diese Staffel, vielleicht nicht nächste Staffel, aber irgendwann. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.